Die Ringer-Bundesliga ist die fünfte Jahreszeit für jeden Ringsportfan. Sie beginnt im September, endet mit dem Finale im November und ist fast jedes Jahr wieder voller Emotionen. Zumindest in Salzburg, der Heimat des 45-fachen österreichischen Mannschaftsmeisters AC Vals. Vorweggenommen, RSC Inzing wird an diesem Abend gegen Titelverteidiger AC Vals in der Walserfeldhalle einen sehr starken Eindruck hinterlassen. Zudem zeigen sich die Hausherren nach der Niederlage in Klaus ungewohnt nervös. Besonders in der leichtesten und schwersten Gewichtsklasse läuft es ganz und gar nicht rund. Helmut Mühlbacher und Franz Holzer verlieren die beiden ersten Kämpfe und prompt musste AC Vals einen Rückstand nachlaufen. Offensichtlich haben sich einige Athleten mit dem misslungenen Ligaauftakt viel Druck aufgehalst. Naja, es ist natürlich so im Sport, dass jede Niederlage in einer Meisterschaftsrunde immer die eigene Leistung in Frage stellt. Und dann kommt auch in jeder Sportart natürlich das Faktum Glück dazu. Und es sind Rahmenbedingungen, die man berücksichtigen muss. Es sind parallel Weltmeisterschaften gewesen. Wir haben Weltmeisterschaftsteilnehmer gehabt. Wenn es nur gelingt, mental 98% zu geben, dann kann es eben zu einem Problem kommen. Aber ich würde das nicht überbewerten. Ich glaube auch nicht, dass man sagen kann, dass eine bestimmte Nervosität da war. Aber es bedeutet natürlich einen gewissen Druck. Und mit Druck ist jeder Sport schwieriger zu bewältigen. Die Aufholjagd soll dennoch gelingen. Soltan Tamás gewinnt seinen Kampf klar. Österreichs bester Ringer Amar Rustanovic kann schließlich ausgleichen, jedoch ganz ungewohnt mit viel Mühe. Sein Gegner Daniel Gastel schrammt knapp in beiden Stilarten an einer Sensation vorbei. Amar Rustanovic ist der Einstieg in den Ligabetrieb noch nicht vollständig geglückt. Die vergangene Weltmeisterschaft samt misslungener Olympia-Qualifikation hat er mental und auch körperlich noch nicht ganz verkraftet. Vor allem Medaille war dann auch noch drin gewesen und jetzt darf ich auf die ganzen Olympia-Quali-Turniere fahren. Also das erste ist in Bulgarien, das zweite ist in China und das dritte ist in Finnland. Das heißt, es wird schon eine ziemliche Reiserei. Für dich steht jetzt natürlich die Olympia-Qualifikation im Vordergrund. Jetzt ist aber Liga-Alltag. Wie gelingt da die Umstellung? Kommen Sie da motiviert dafür? Naja, also ich bin jetzt noch immer in dem Prozess drinnen, also die Nachbereitung von der WM. Man hat es letzte Woche gesehen gegen Klaus, dass wir, ich und der Flo, ziemlich geschlaucht sind von der WM. Die 10 Tage in Minsk, das Trainingslager, dann die WM, also von Weißrussland heim, dann von da nach Istanbul reisen zur WM. Das zählt dann schon aus. Aber die nächste Woche werden wir so ein wenig lockerer angehen und dann sind wir wieder topfit. Eine der wichtigsten Stützen des AC Vals ist der Amar Rustanovic. Seine Priorität liegt natürlich in der Olympia-Qualifikation. Wird er in der Liga geschont dafür? Naja, wie man jetzt in den letzten zwei Kämpfen gesehen hat, haben wir momentan keinen Platz nicht zum Schonen, weil wir in den oberen Gewichtsklassen Probleme haben, die zu besetzen, weil wir zu wenig Leute haben. Und er ist eigentlich direkt von der WM in die Liga eingestoßen worden. Und wir werden natürlich versuchen, so weit wie möglich, dass wir gegen andere Vereine irgendwo schonen können. Versprechen kann man nichts, aber wir werden natürlich versuchen. Inwieweit es gelingt, wissen wir noch nicht. Am Ende gewinnt der AC Vals den Ligakampf gegen RSC Inzing klar mit 35-16 Punkten. Nach den knappen Kämpfen gegen Inzing und der Niederlage in Klaus ist man sich beim AC Vals einig. Der Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung wird ein sehr steiniger werden. Das kann so sein und ist auch eventuell so, weil wir heuer einfach ein paar Verletzte haben, wo wir schauen müssen, ob die überhaupt noch zurückkommen bis zum Ende der Saison. Und das wird sicher nicht einfach, aber wir haben natürlich das Ziel und ich glaube, dass das auch ohne weiteres möglich ist. Aber wie gesagt, es wird ein steiniger Weg und ein schwerer Weg. Den Ringsportfans kann es nur recht sein. Ihnen stehen sicher noch weitere spannende Ligaabende ins Haus.